Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Transport Viva 2. So, das Spiel kam am 11. Dezember 2019 raus, also ist gar nicht mal so lange her. Und das Spiel ist von Urban Games. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ja, vielleicht kennt der ein oder andere auch den ersten Teil. Der hat schon sehr viel Spaß gemacht. Den habe ich auch selbst gespielt. Zwar nie aufgenommen oder gestreamt oder sonstiges. Doch gestreamt vor kurzem erst, weil ich mal wieder reinkommen wollte. Weil ich ja dann gesehen habe, okay, Transport Viva 2 kommt raus. Und da musste ich mich nochmal ein ganz kleines bisschen einspielen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das alles mal im Detail ein bisschen an. Ihr seht schon, hier fortsetzen, Spielstand, Test. Ja, ich habe uns schon bei der Karte vorbereitet gehabt. Ja, die werde ich dann auch gleich laden. Also das ist wirklich von Tag 1 quasi, ja. Ich habe sofort, wo die Karte geladen war, Pause gedrückt, habe mir das alles angeguckt, war sehr zufrieden mit der Karte. Und da starten wir auch gleich. Und zuallererst würde ich aber erstmal sagen, komm, wir gucken mal trotzdem ins freie Spiel rein, was man jetzt alles machen kann, wie man jetzt die Karten erstellen kann. Und das ist eigentlich echt mega interessant und da war ich mega happy, dass das jetzt so gemacht wurde. Wir haben zum einen erstmal drei, ja, ich sag mal Klimazonen, gemäßigtes Klima, sehr trocken und tropisch. Tropisch ist neu, ja, trocken und gemäßigt gab es quasi schon im ersten Teil. Tropisch ist komplett neu, kann ich ja mal so zeigen. Hier generiert er jetzt quasi die Karte vor. Das hat man so damals auch nicht wirklich gehabt. Ja. Hier können wir noch einstellen, wie groß die Karte sein soll. Da gucken wir uns gleich auch nochmal rein. Ja. Wir lassen mal ganz kurz generieren. Karte klein, mittel, groß, sehr groß. Wir werden auf sehr groß spielen. Der Karten, ich sage mal Zuschnitt, ja, das Verhältnis ist bei uns dann auch 1 zu 1. Wir könnten auch 1 zu 2 machen, dann ist das quasi mehr so langgestreckt, ja, die Karte dann ist hier quasi an der Seite, fehlt ein bisschen was. Oder 1 zu 3, aber nee, komm, lass uns 1 zu 1 spielen, ich glaube, das ist ganz cool. Schwierigkeit werden wir auf Mitte spielen, Quatsch, das ist ja die Anzahl, der Schwierigkeitsgrad, ja, wenn wir jetzt hier auf Weiter klicken, dann kommen wir gleich zum Schwierigkeitsgrad. Da werden wir auf jeden Fall auf Mitte spielen. Unsere Karte wird aber wie folgt aussehen. Wir haben stete Anzahl, haben wir auf niedrig. Oder? Warte mal. Nee, haben wir auf Mitte. Ja, wir spielen auf Mitte. Wir spielen insgesamt mit 16 Städte in unserem Spielstand. Und Industrie haben wir auf niedrig gestellt. Also das heißt, wir haben auch 86 Industrien. Jetzt bei dieser Inselkarte, bei dieser tropischen Karte, ist das natürlich alles ein bisschen komprimierter, ja. Weil hier fehlt, also hier ist ein Haufen Wasser. Bei uns ist da nicht ganz so alles so eng. Man kann sich vorstellen, also wir werden auf gemäßigt spielen. Man kann sich das hier ungefähr vorstellen. Ist jetzt nicht diese Karte, ja. Hier sind die Industrien relativ noch weit auseinander. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen besser, als wenn alles so auf dem Haufen ist. Also wir können uns das gerne mal angucken, wenn jetzt zum Beispiel die Industrie auf hoch ist. Ja, da haben wir keine 86 mehr, sondern, warte, das sehen wir gleich hier unten. Na, 16 steht da. 172, das ist einfach mal das Doppelte. Und das ist für mich persönlich, das ist einfach zu vollgeladen. Ja, also für mich persönlich wäre das einfach zu voll mit Industrien. Darum spielen wir auf niedrig. So, Wald und Wasser und Hügeligkeit, das ist quasi genau die Einstellung, die ich auch bei der Testkarte hatte. Wir können trotzdem gerne nochmal auf weiter gucken. Wir haben die Auswahl bei den Fahrzeugen zwischen europäische Fahrzeuge oder ja, Fahrzeuge, Züge, Flugzeuge, Schiffe, Bus und Bahn, ne? USA, also amerikanische oder halt auch die asiatischen. Klar wäre es jetzt schick, ja, wenn man gerade das Neue zeigen würde, was neu reingekommen ist, weil Europa und USA gab es quasi im ersten Teil schon und Asien und tropisch gab es quasi noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich eines Tages nochmal tropisch spielen werde, vielleicht werde ich das auch im Stream ein bisschen spielen, die tropischen Einstellungen, aber jetzt für unser Let's Play, sage ich mal, spielen wir auf gemäßigtes Klima mit europäischen, ja, Straßenverkehr, sage ich mal, ja. Europäischen Fahrzeugen. So, das hört sich besser an. So, ich würde sagen, ich mache einen kleinen Cut. Ich werde ganz kurz die Karte laden, dann können wir uns die zusammen angucken und dann kann ich weiter erzählen, ne? Gut, bis gleich. So, wir sind jetzt auf der Karte. Wir gucken uns, hallo, jetzt? Wir gucken uns ja mal die Karte ganz gemütlich an. Also wir starten im Jahr 1850. Es ist der 1.1. Also ich habe wirklich direkt Pause gemacht, nachdem ich die Karte geladen habe. So wird das nachher aussehen. Ja, das ist unsere Karte. Wir haben 16 Städte und 68 Industrien.
Die Städte sind willkürlich angeordnet, genauso wie die Industrien. Also da habe ich jetzt nichts mit zu tun. Man könnte auch eine eigene Karte erstellen. Ich hatte auch eine Mod runtergeladen, wo man dann quasi die Europakarte hätte. Ich war aber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig von überzeugt von der Karte. Darum habe ich mir gedacht, komm, wir erstellen uns quasi unsere eigene Karte. Und das ist sie. Ja, also wir haben gut Flüsse dabei. Man kann auch später noch Kanäle bauen. Das zeige ich dann euch aber, wenn es soweit ist, ja. Wenn wir es denn brauchen. So, Städtenamen. Die Städtenamen sind europäisch. Ja, also ich sag jetzt mal so, ich kenne jetzt keine Stadt so auf dem FF, die ich schon mal irgendwo gehört habe oder gesehen habe. Aber das soll uns ja nicht stören. Ich würde sagen, wir benennen die Städte quasi nach eigenen Wünschen. Ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Das ist eigentlich kein Geheimnis, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Bei uns ist die Landeshauptstadt Magdeburg und ich würde sagen, Magdeburg liegt an der Elbe. Daher würde diese Stadt Winkwitz, ja, würde relativ gut dazu passen. Ja, das heißt, ihr Zuschauer, alle Zuschauer können quasi, wenn ihr natürlich Bock habt, ja, Städtenamen in den Kommentaren reinklatschen. Ja, dann würde ich jetzt quasi eine Stadt so nach und nach immer umbenennen. Entweder ihr nennt irgendeine Stadt. Es wäre schön, wenn sie natürlich europäisch wäre, weil das würde dann irgendwo dazu passen. Also nicht, dass hier ist Magdeburg und hier ist, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal Washington oder so, weißt du? Das würde ja irgendwo nicht ganz passen. Also geografisch gesehen, ja, spielt es absolut keine Rolle. Ja, also wenn jetzt hier München wäre, könnte meinetwegen direkt daneben oder sogar darunter meinetwegen Hamburg sein oder sowas. Also geografisch ist mir das vollkommen egal. Ihr könnt auch natürlich eure Heimatstadt nehmen oder Dorf nehmen, ist mir auch völlig egal, ehrlich gesagt. Ja, da könnt ihr euch gerne frei austoben. Und ich würde sagen, komm, wir starten erstmal irgendwo, wo man... Ja, die Tipps, die klicke ich immer weg. Ich versuche das immer selber dann gerne zu erklären. Komm, wir versuchen uns erstmal irgendwo was aufzubauen. Komm, pass auf, wir nehmen mal... jetzt bin ich aber zu krass reingezoomt und zu schnell vor allen Dingen. So, Winkwitz werde ich einmal umbenennen. Und zwar in Magdeburg. So, richtig geschrieben. Ich habe das letzte Mal im Test. habe ich es einfach ohne I geschrieben. So, Magdeburg. Hammer. Magdeburg braucht natürlich nicht die schönsten Güter. Waren sind, glaube ich, relativ schwierig zu bekommen. Treibstoff ist dagegen relativ easy. Wir müssen nochmal ganz kurz gucken. Treibstoff wäre zum Beispiel hier eine ganz gute Alternative. Da könnte man nachher Winning. Winning können wir natürlich umbenennen später noch. Wir könnten hier von der Ölquelle gehen wir zur... Da ist er. Da ist er. Wir werden von der Ölquelle zur Ölraffinerie gehen, beziehungsweise dann von der Ölraffinerie zur Treibstoffraffinerie. Und die ziehen wir dann quasi nach Magdeburg durch, weil Magdeburg will Treibstoff haben. Ja, und das ist quasi jetzt der Weg. Also Öl, ja, aus Öl wird dann quasi, ist das Rohöl oder nee, aus Rohöl wird Öl gewonnen und aus Öl wird Treibstoff gemacht. Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwo eine Ölraffinerie in der Nähe hätten. Also noch ein Stückchen näher ran an Magdeburg, ja? Nein, das haben wir nicht. Komischerweise hatte ich das im Testlauf ein ganz kleines bisschen anders gehabt. Da lag... Also ich hatte schon mal einen kleinen, ganz kleinen Testlauf gestartet gehabt, ja? Da lag Magdeburg ungefähr hier, also hat sich die... Nee, das kann nicht sein, warte mal. Nee, ich hatte Finning. Nur die Städtenamen haben sich nochmal irgendwie geändert. Finning war vorher Magdeburg. Ich hatte das vorher so gebaut. So, zack, zack, zack. So, das war meine Dings. Jetzt ist natürlich Magdeburg da hinten. Das wird natürlich um einiges mehr an Kohle kosten. Aber ich will ja Magdeburg jetzt noch gar nicht zuerst anschließen an den Treibstoff. Weil wir spielen auf Mitte. Und auf Mitte ist es teilweise gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden erstmal nur Rohöl nach Öl verlagern. Ja, und hier haben wir dann noch einzelne Filter. Ja, hier kommen immer wieder Tipps rein. Die einzelnen Filter, die interessieren uns jetzt am Anfang noch gar nicht. Ich würde sagen, komm, wir starten erstmal. Züge, Gebäude. Wir brauchen Cargo. Und ich würde sagen, wir nehmen
Ja, zwei Gleise wären schon auf jeden Fall ganz cool für den Anfang. Nee, komm, wir bleiben erstmal relativ sparsam, ja? So, mit M und Ns, können wir die Gebäude drehen. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass wir ungefähr die Richtung schon einpeilen, die wir brauchen. Ungefähr so. Das werde ich mal hier hinbauen. Hup! Ja, du musst immer gucken, so wie gerade wie das Gelände ist. Umso teurer wird dann auch dieser kleine Bahnhof. Der ist nicht immer gleich teuer. Ihr seht, wie die Preise hier schwanken. Ja, wenn ich das natürlich auf dem Berg baue oder bauen möchte, kostet das schon 1,7 Millionen. Also da könnt ihr auch mal ein bisschen drauf achten. So, dann werde ich das alles gleich mal mit der Straße anschließen. Warte mal, hier ist eh nur ein oller Feldweg. Dann baue ich jetzt auch hier nur einen ollen Feldweg. Ja, wir müssen am Anfang echt ein bisschen sparsam sein. So, dann haben wir diese Richtung schon mal. Dann brauche ich wieder den nächsten. Warte mal, wie schließe ich denn den hier am schönsten an? Weil hier gerade noch so eine olle Straße ist. Man könnte natürlich auch sagen, man nimmt diese Straße weg und setzt die nach hier oben hin. Wir könnten aber auch sagen, wir drehen uns das so ein bisschen hin. Ist auch relativ günstig. Und wir kommen hier später direkt hier rüber, ja, zu Treibstoff. Also ein bisschen so immer vorausschauen, planen, ja. So, Straße knüpfen wir gleich mal an. Das sieht aber hier sehr un... Naja, warte mal, ich zoome mal ein bisschen daran. Also detailmäßig, ja, hat sich das Spiel schon gewaltig geändert. Ja, also gerade so grafisch. Die ganzen kleinen Details, das hast du in Teil 1 nicht so krass gehabt. Ja, grafisch sieht das hier schon echt schnuckelig aus. Also wirklich schnuckelig. So, das Einzige ist, im Hintergrund läuft hier die ganze Zeit Musik. Die ist zwar relativ leise eingestellt. Ich hoffe, YouTube meckert da nicht rum. So, gut, leise. Wir versuchen mal die erste Zugstrecke gleich fertig zu bauen. Ja, nehme ich das Innere. Also die innere Bahn. So, jetzt kennt man natürlich, jetzt wird's ruckeln ein kleines bisschen. Umso weiter ich rauszoome und umso länger die Strecke ist, umso mehr ruckelt. Also umso mehr geht die FPS quasi runter. So, das würde uns, die direkte Verbindung würde uns jetzt 1,9 Millionen kosten. Will ich aber nicht. Ja, ich versuche lieber kleinere Abstände zu bauen. Die sind weitaus günstiger. Ja. So, warte mal. Passt die Richtung? Ja, die Richtung sollte ganz gut aussehen. So, 120 km/h können wir auf dieser Strecke aktuell fahren. Oder könnten wir maximal fahren. Das wird jetzt aktuell 1850. Es wird einfach kein Zug schaffen. Ja. So, 300.000 haben wir für den ersten Teil ausgegeben der Strecke. So, jetzt wären wir ungefähr, ich sage mal, wenn das jetzt auf 500, und es wird sogar noch günstiger und so weiter, ich ziehe. Lass mal ungefähr hier, dann ist es relativ günstig. Ich ziehe noch ein bisschen. So ist es relativ günstig. Jetzt können wir uns das nochmal angucken. Geht es doller bergauf? Nee, ist relativ flach gehalten alles. Das ist gut. Ja, hier können wir später nochmal mit Terraforming das nochmal vielleicht sogar hübsch machen. So, ich würde sagen, das können wir so annehmen. Ich werde in dem Projekt, ja, das möchte ich schon mal gleich sagen. In dem Projekt werde ich mit Timelapse arbeiten, ich werde auch mit harten Cuts arbeiten, also das heißt, ich werde hier ruhig mal ein, zwei Jahre vorspulen. Gerade jetzt am Anfang wird noch nicht so viel passieren, weil wir haben nicht viel Geld, wir können noch nicht so viel machen. Also es macht jetzt noch keinen Sinn, zum Treibstoff zu bauen und nach Magdeburg zu fahren zum Beispiel, ja. Es macht einfach noch keinen Sinn, weil wir das Geld noch nicht haben, weil wir können uns die Züge noch nicht leisten. Der Kredit wird uns auffressen, weil wir haben standardmäßig schon mal 5 Millionen wir haben 5 Millionen Darlehen schon von Hause aus. Warte mal, ich kann das hier mal ausmachen. Das wird einfach noch nichts bringen, ja. Jetzt sicher schon übelst die Strecken zu bauen. Und darum dauert das eine ganze Weile, bis man ein bisschen so ins Fahrt kommt. Da muss man ein kleines bisschen Geduld haben und da werde ich dann hin und wieder mal so Timelapse einhauen, beziehungsweise Cuts reinbauen, ja. So, jetzt braucht man natürlich, jetzt haben wir die erste Strecke gebaut, jetzt braucht man natürlich noch ein Depot, ja. Irgendwo müssen ja die Züge auch rauskommen. Jetzt müssen wir uns mal eine relativ hübsche Strecke aussuchen. Die hier sieht ganz schick aus, würde ich sagen. So, dann gehe ich mal fupp und ziehe das ungefähr bis hier. Zack. Ah ne, warte mal, das geht so nicht. Das werde ich denn so hinziehen.
versuche die so ineinander reinzugleiten, ja? So dass er quasi aus dem Depot in beide Richtungen fahren könnte. Ja? So, hier ist das Depot. Dann drehen wir uns das mal hin. Fupp. Snappt sogar automatisch an. Zack, jetzt haben wir schon das erste Depot. Aber, warum spinnen manchmal die Q und E-Taste? Naja, gut. Jetzt brauchen wir natürlich noch die erste Linie. Und die machen wir hier im Linienmanager. Neue Linie. Jetzt sagen wir, hier, von da nach da. Ja, das hier werden wir noch umbenennen. Pinning, das ist ja nicht mehr, das wollen wir ja später nicht haben. Also ich warte da ein bisschen quasi auf eure Kommentare, was ihr so für Städtenamen gerne haben wollt. Und wir sagen von vornherein, in Pinning, also hier, Position 1, soll der immer vollladen. Vorher braucht er gar nicht erst losfahren. Ja, weil die Züge sind am Anfang sehr, sehr langsam. Und es dauert eine ganze Weile, bis sie hier hin und her fliegen, die Züge. Und der kann ruhig mit voller Ladung fahren, der Kollege. Ja? So, gut. Das ist denn Linie, die nennen wir Rohöl nach Öl 1. Ja, weil das ist die erste Strecke, wir werden das später noch irgendwann noch viel, viel häufiger haben, ja. So, gut, denn irgendwie haut man, reagiert manchmal meine Tastatur manchmal nicht so richtig. So, dann werden wir uns mal den ersten Zug kaufen und zwar... Das ist, glaube ich, alles, was wir aktuell überhaupt zur Verfügung haben, gerade was so Züge angeht. Das heißt, wir haben keine große Auswahl an Zügen. Das heißt, wir nehmen die hier. Höchstgeschwindigkeit 40, Antriebstyp Dampf, Leistung 90 PS. Wenn du dir vorstellst, 90 PS. Mittlerweile einige Autos haben schon tausendmal mehr. Ja, Zugkraft 20 Kilonewton, Ladegeschwindigkeit mal 1 quasi, Emissionen 78, also Emissionen quasi Umweltverschmutzung. Das spielt hier im Spiel noch eine sehr, sehr wichtige und große Rolle. Nur 1850 hat da noch keiner sich darüber im Kopf großartig gemacht. Also, ne? Da wurde alles mit Dampf und immer Rinn in die Umwelt, ne? Immer Rinn damit. So, das heißt, wir machen das genauso. Und wir brauchen natürlich einen Kesselwagen, Gütertyp, Rohöl, Öl, Treibstoff. Genau das, was wir quasi brauchen, ja? Das andere, dass wir Passagiere, also für Leute, hier hätten wir Waren, Lebensmittel, Werkzeuge, das hier weiß ich gerade gar nicht, Maschinen und Kunststoff, ja? So, gut, wir brauchen das hier. Und jetzt haben wir hier eine schöne Anzeige. Zum einen... was das Fahrzeug aktuell kostet, ja, die Kapazität, wir können jetzt so 5 Rohöl oder Öl oder je nachdem mitnehmen, Geschwindigkeit 40 km/h, die Länge 17 Meter aktuell und bei 90 PS haben wir jetzt aktuell eine mittelmäßige Beschleunigung bzw. Leistung, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Höchstgeschwindigkeit in Steigung, flach 40 km/h, da kriegt er auf jeden Fall volle Kanne hin, alles gut, schick. Ja, auf mittlerer Steigung, jetzt weiß ich nicht, wie das gerechnet wird, was ist jetzt hier eine mittlere Steigung, ja, das weiß ich nicht 100%, schafft er aber auch seine 40 km/h, aber bei hoher Steigung schafft er nur noch 24 km/h und das wird jetzt immer, ich sage mal, immer schlechter, umso mehr Waggons wir natürlich haben. Ich kann mal übertreiben einfach, jetzt geht er schon auf schlecht und jetzt steht hier schon, flach schafft er zwar noch die 40 km/h, aber bei Mittel... Bei Mitte macht er nur noch 16 km/h. Und das macht einfach keinen Sinn. Und hohe Steigung schafft er gar nicht mehr. Das heißt, wir nehmen einen weg, bleiben auf Mittel und den Zug kaufen wir uns für 1,7 Millionen. Haben wir sogar noch, ohne dass wir noch einen Kredit oder sowas aufnehmen müssen. So, kaufen, klicken uns den Zug an und sagen ihnen, du fährst jetzt bitte auf dieser Linie. Blub, hat's gemacht. Und jetzt können wir starten. Warte, ich klicke das hier noch weg. Jetzt gucken wir uns quasi die erste Zugreise an. Hallo, Herr Zug. Willkommen. Wenn wir nur mal gucken. Der Bulldozer, ja, ist Abriss-Tool. Danke. Jetzt müssen wir nur mal gucken, in welche Richtung er jetzt rausfährt. Das würde natürlich Sinn machen, wenn er jetzt hier nach links rausfährt. Natürlich, warum sollte das auch klappen gleich am Anfang, ja? Warum sollte das auch klappen? So, das ist unsere allererste wunderschöne kleine Lok. Sehr schön. Sehr hübsch. Sehr toll. Aber in der falschen Richtung. Du sollst nicht da lang. Was willst du denn da? Da ist dein erster Punkt. Ach, du bist der eine.
So, das ist aber auch kein Problem. Wir warten einfach nur, bis er hier quasi diese Stelle überschritten hat. Und jetzt sagen wir ihm, wenden. Und jetzt fährt er quasi zurück. Ja, also wenn er jetzt mal fahren würde. So, wir können uns dieses kleine Fenster, können wir uns hier irgendwo an der Seite anheften. Guck mal, das ist sogar wie so ein kleiner Magnet. Ja, heften wir uns einfach an. Später, wenn du nachher, keine Ahnung, 20 Züge hast, dann macht das natürlich keinen Sinn mehr. Dann hast du wahrscheinlich nur so ein ganz kleines Guckfenster. Macht keinen Sinn. Ja, aber jetzt am Anfang können wir das auf jeden Fall noch gerne machen. Und wir werden bei dem Zug fokussieren. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so laut ist hier. Ansonsten muss ich die Soundeffekte einfach mal runterschalten. Aber was wir auch noch machen können, in den Zug rein. Ich glaube, mal ganz kurz in den Einstellungen. Audio, Soundeffekte. Ich gehe mal einen runter. So, bitte rein in den Zug. Yay, wir fahren jetzt Rohöl zu Öl 1. Unterwegs nach Finning. Guten Tag. Also die Strecke können wir definitiv detailmäßig auch nochmal schön bearbeiten. Aber guck mal die Wolkentextur an. Ey, die Wolkentextur, da kannst du doch überhaupt gar nicht meckern, oder? Das sieht doch schon eigentlich grafisch total geil aus. Gut, der Weg ist jetzt vielleicht nicht der schönste, weil es links und rechts hier hoch geht. Und kaum, naja gut, nur wieder ein paar einzelne Bäume. Aber obwohl ich relativ im Kartendingsfilter habe ich sehr viel Wald eingegeben. Aber ich finde, es hält sich... Naja gut, es gibt stellenweise einen großen Wald, aber ansonsten machen wir so kleine Wäldchen. Ansonsten hält sich das aber trotzdem mit dem Wald relativ in Grenzen. Und Berge habe ich relativ wenig eingestellt. Also jetzt gar keine, jetzt auch nicht, aber relativ wenig. Weil Berge sind immer nervig. So, der Zug ist gleich da. Er fährt jetzt gerade 38 km/h. Hat aktuell aber nur minus 41.000 erleistet, weil der Zug hat betriebliche Kosten. Hört sich total doof an. Der hat Betriebskosten. Ja, der Zug muss natürlich auch ein bisschen gewartet werden. Und da kommen halt diese Betriebskosten her, quasi Miete. Das ist, oder Unterhaltskosten. Sagen wir mal Unterhaltskosten. Ja, das hört sich besser an. So, auf jeden Fall unser Rohöl hat natürlich jetzt schon eine Produktion. Und das bringt ihr jetzt direkt zum Hafen. Also ihr seht, wenn das hier miteinander gekoppelt ist, wenn du auf dem Bahnhof klickst, Hafen, ist so total falsch, Bumble. Wenn du auf dem Bahnhof klickst, sollte das hier aufleuchten, da sind die auch miteinander verbunden. Das heißt, er bringt automatisch alle seine Produkte hier zum Bahnhof. Ja, und die warten jetzt quasi hier. 116 sind schon da, schaffen wir auf keinen Fall, das abzuliefern, weil wir haben nur eine Kapazität von 50 und der Zug ist arschlangsam. Später wird das natürlich alles ein bisschen moderner, ein bisschen schneller. Aber jetzt die allerersten Züge, die sind einfach nur arschlangsam. Ja, 40 km/h. Da könnte man überlegen, ob man nicht sogar noch einen zweiten Zug ins Boot reinholt. Man könnte hier in der Mitte ungefähr... Warte mal, wo ist hier die Mitte? Ungefähr hier, würde ich sagen, ist hier die Mitte. Man könnte ein Ausweichgleis machen, ja, und hier zwei Züge fahren lassen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine doofe Idee. Dann hätte man hier eine relativ hohe Rate. Und das ist jetzt nicht mehr so wie im ersten Teil. Im ersten Teil war es eigentlich immer so gewesen, oder wenn ich mich richtig daran erinnere, dass wenn du hier ein Produkt abgeholt hast und hier hinbringen wolltest, dann musstest du quasi das hier auch schon anschließen zu dem hier und das hier musstest du auch schon an der Stadt anschließen. Ansonsten haben die gar nicht erst produziert. Jetzt ist es aber so, die produzieren und die verbrennen das quasi. Du kriegst dein Geld, aber die verbrennen das quasi. Das ist dann, das Endprodukt quasi ist dann weg. Ja, also Öl, ne? So, ich würde aber sagen, für die erste Folge sollte das erstmal okay sein. Ja, wir werden jetzt definitiv immer weiter und immer weiter machen in diesem Projekt. Und immer schneller und besser Fortschritte erzielen, hoffe ich jedenfalls, ja. Und dann wird es auch Cuts geben, dann wird es auch Timelapse geben, je nachdem. Warte mal, ich warte noch ab, bis die erste Ladung drin ist im Zug, ja. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gesabbert in dieser Folge. So, gleich ist er voll, jetzt ist er voll. Guck mal, da sind noch 126 Rohöl drin, also noch sehr, sehr viel. Autosave, nice. So. Aber unsere erste Ladung bringen wir dann quasi in der nächsten Folge
weg. Und dann können wir uns definitiv überlegen, ob wir noch einen zweiten Zug uns leisten. Hier einen kleinen Ausweich bauen, sodass die quasi immer parallel miteinander so fahren können. Um erstmal Startgeld zu bekommen, ja. Wir brauchen jetzt definitiv Startgeld am Anfang. Ohne Geld geht hier gar nichts, ne? Juti, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, haut rein und tschüss!